Was sagt die Straße? 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 Das ist Beate Zschäpe, die Hauptangeklagte im NSU-Prozess. Hallo zusammen, ich bin Franzi von Du hast die Macht. Was ist der NSU eigentlich? Eine rechtsextremistische Terrorgruppe, die aus dem Untergrund heraus 10 Menschen ermordet haben soll. Seit letzter Woche steht diese Frau dafür vor Gericht. Sie ist die letzte Überlebende des Trios. Was bedeutet der NSU-Prozess für uns eigentlich? Und was heißt Rechtsextremismus für euch? Was sagt die Straße? Weißt du, wer das ist? Ja, also ich habe sie ein paar Mal im Fernsehen gesehen. Das ist Beate, noch was weiß ich gerade nicht. Die hat was mit den Rechtsextremen zu tun? NSU-Prozess. Das war ein Opfer, oder? Nee, das war die Täterin. Ich bin mir sicher, das ist die vom NSU-Prozess. Recht hast du. Das ist Beate Zschäpe. Und jetzt steht die Frau Zschäpe ja vor Gericht. Was erwartet ihr euch von so einem Prozess? Dass es wieder extrem lange dauern wird. Freiheitsstrafe. Überhaupt in Gefängnis kommen und nicht mehr freigelassen werden, würde ich mal sagen. Also ich denke mal, für die Familien, die wollen auch Gerechtigkeit und die haben ja auch Mitmenschen verloren und ja, also Gerechtigkeit für die Familie, würde ich sagen. Mich nervt es auf jeden Fall immer, wenn so ein Riesenwirbel um so Sachen gemacht wird. Ich finde, das sollte eigentlich ganz normal vor Gericht behandelt werden, wie ein anderer Fall auch. Was heißt denn Rechtsextremismus für dich? Ausländerfeindlichkeit. Zum Beispiel Ausländerfeindlichkeit auf oder durch gewaltsame Mittel. Das ist Rechtsextremismus für mich. Auch das Ausgrenzen von Ausländern oder das Diskriminieren oder von Minderheiten, auch religiöse Minderheiten, denke ich. Begegnet euch Rechtsextremismus im Alltag? Kriegt ihr das mit? Eher nicht so. In der Schule? Wenn ausländische Schüler zum Beispiel auch mit Kopftuch in die Schule kommen und dann blöde Kommentare gemacht werden oder sie sogar blöd angesprochen werden, da fängt es bei mir eigentlich schon an. Was würdest du machen, wenn einer von deinen Kumpels zum Beispiel jetzt in so eine Richtung abdriften würde? Würde ich ihm sagen, dass es nicht in Ordnung ist und würde ihm halt versuchen, wieder auf die richtige Spur zu helfen. Wenn man jetzt als Freund so ein Rechtsextrem hat, dann sollte man darauf aufpassen, dass man nicht mit reingezogen wird und sonst, wenn man gut mit der klarkommt, kann man ja mit einer klarkommen. Solange er sich nicht in andere Sachen reinhängt und dich nicht irgendwo mit reinzieht, das ist eigentlich ganz okay. Ich würde ihn versuchen, davon abzubringen und zu sagen, du musst sie genauso akzeptieren wie wir auch. Und halt versuchen, ihn in die richtige Bahn zu lenken und falls das nicht klappt, mich von ihm abwenden. Das Problem ist halt, dass man, sobald man sagt, man ist vielleicht irgendwie stolz, irgendwie Deutscher zu sein, dass man dann als Rechtsextremer irgendwie gleich dargestellt wird. Ich würde ihn darauf hinweisen, dass ich es falsch finde, aber man kann ja generell nichts daran ändern, wenn die Sicht des Menschen anders ist. Was ist denn das schlimmste Vorurteil, was du kennst? Was dir mal begegnet ist oder was du mal gehört hast, wo du sagst, es geht gar nicht? Die Ausländer sind immer arbeitslos und sind nur sozial. Also die wollen sie dann nur das Schnorren durchschnorren. So, also, sowas, ja. Der Glaube, das ist immer der größte Vorurteil. Wenn man einen Araber sieht, der zum Beispiel jetzt irgendwie eine Tasche fallen lässt und sofort weitergeht, vielleicht kann er sie vergessen haben oder so, dann denkt man sich automatisch gleich, dass es vielleicht eine Bombe ist. Aber wenn es ein Christ zum Beispiel macht, sagen wir mal sie, vergessen jetzt ihre Tasche hier und gehen weiter, da wird sich halt keiner wirklich denken, da könnte jetzt was Schlimmes passieren. Wenn ihr mehr zum Thema Rechtsextremismus wissen wollt oder zum Thema Neonazis, dann klickt doch mal hier hin oder hier hin. Oder kommt einfach auf unsere Seite, duhastdiemacht.de. Bis zum nächsten Mal.